Meine Damen und Herren, wir begrüßen Sie recht herzlich zu dem heutigen Webinar von Bird on Bird mit dem Titel Covid-19 Leistungsstörungen in öffentlichen Aufträgen. Ich darf mich zunächst einmal persönlich bei Ihnen vorstellen. Mein Name ist Jan Hüak. Ich bin Partner bei Bird on Bird in Deutschland am Standort in Düsseldorf und als Fachanwalt für Informationstechnologierecht und Fachanwalt für Vergaberecht qualifiziert. Wenn Sie während der weiteren Folge dieses Webinars Fragen haben, meine sehr geehrten Damen und Herren, dann können Sie während des Webinars und während unserer Vorführung bereits über die Chatfunktion Ihre Fragen bei uns abladen. Dazu sind Sie recht herzlich eingeladen. Unsere Bitte außerdem als kleiner Regiehinweis zur Sicherung einer optimalen Akustikqualität während des Webinars. Achten Sie bitte darauf, dass Ihr Mikrofon auch auf Still oder Mute eingestellt ist. Und schließlich als weiterer kleiner Regiehinweis noch, dass wenn Sie spezifischere Fragen haben, Nachfragen haben zu dem Thema unserer heutigen Veranstaltung, dann können Sie die gerne auch stellen bei uns per E-Mail an meine Kollegin und Mitarbeiterin Anna Horschig, deren Kontaktdetails Sie hier auf dieser Übersicht ebenfalls eingeblendet sehen. Entweder per E-Mail oder rufen Sie an, wie auch immer, wir sind für Sie erreichbar. Unser Programm jetzt in einer Stunde, hier nochmal kurz zusammengefasst. Nach der Einführung wollen wir uns dann gleich etwas näher dem Thema zuwenden, das wir betitelt haben mit Leistungsstörungen in öffentlichen Aufträgen. Und so wie bei den Vorveranstaltungen auch in der letzten und in der vorletzten Woche, wollen wir dann noch einen dritten Teil anschließen. Das haben wir hier Q&A genannt, Questions and Answers. Sie sind also auch an der Stelle dann in der Lage, Ihre Fragen, die Sie in der Chatfunktion gestellt haben, nochmal zu stellen, beziehungsweise wir sammeln diese Fragen und werden danach dann in einer gewissen Reihenfolge, die wir hier bei uns festlegen wollen, gewissermaßen Priorisierung, dann auch auf diese Fragen eingehen. Und zum zeitlichen Zusammenhang stelle ich mir vor, dass wir jetzt etwa 40 bis 45 Minuten nutzen, um uns mal das Thema etwas genauer anzuschauen und uns mit den Folien und dem Inhalt der Folien zu beschäftigen und die letzten 20 oder 15 Minuten vielleicht bis Punkt 16 Uhr dann für Fragen und Antworten nutzen können. Schauen wir uns zunächst mal die Problemlage an. Was ist also der Ursprung oder auch Auslöser und Anlass unseres heutigen Webinar-Titels Leistungsstörungen in öffentlichen Aufträgen? Dazu vielleicht jetzt auch nochmal wie sonst immer der Blick auf die Statistik, auf die Kennziffern, auf die Zahlen, die wir hier zusammengefasst haben. Man sieht das sehr schön, die Auswirkungen auf die gesamtwirtschaftliche Lage. Auf der linken Seite nur einige Kennziffern, die exemplarisch hier aufgeführt sind. Der geschätzte Gesamtschaden für die Messewirtschaft beispielsweise weltweit 1,6 Milliarden Euro. Verlust in der Kultur- und Kreativwirtschaft in Deutschland in einem mittleren Szenario 14,7 Milliarden Euro. Oder auch die Kennziffer, die uns alle hier in unserem Land gemeinsam bewegt, ist der Rückgang des Bruttoinlandsproduktes in dem Risikoszenario der Wirtschaftsweisen von ungefähr 5 bis 6% derzeit. Die privaten Konsumausgaben lassen nach um -3% und der Wertschöpfungsverlust durch Shutdown im ungünstigsten Szenario 729 Milliarden Euro. Also alles gigantische Zahlen, gigantische Summen, gigantische Kennziffern, hinter denen aber natürlich stets im Einzelfall dann auch konkrete vertragliche Störungen und daraus resultierende rechtliche Fragen stehen. Und das ist genau das, was wir heute uns im Einzelnen noch mal etwas näher anschauen wollen. Auf der rechten Seite dieser Übersicht vielleicht auch noch mal ganz kurz der Blick auf die Auswirkungen von Corona in deutschen Unternehmen, gemessen nach den Kalenderwochen, die mittlerweile auch vergangen sind oder noch vor uns stehen in der gegenwärtigen Krise. Daran kann man auch deutlich steigende Kurven sehen, außer im Baugewerbe.
wo die Auswirkungen etwa ab der Mitte der Corona-Krise, ab Kalenderwoche 12, offenbar schon wieder rückläufig sind. Ansonsten aber in den anderen Zweigen unserer Industrie, vor allem bei den Dienstleistungen und in der Industrie, aber auch in der Gesamtkurve bis zum Ende der Krise, wann immer die Krise dann enden wird, jedenfalls hier bis zum Ende der Kalenderwoche 14 weiter ansteigend. Und auch das ist nochmal ein Zeichen dafür, dass wir außer dem Baugewerbe, für das wir vielleicht eine Sondersituation verzeichnen können, sicherlich auch für eine längere Zeit und eine längere Dauer mit entsprechenden Auswirkungen und dann auch Störungen von vertraglichen Beziehungen, von Rechtsbeziehungen zwischen den Rechtssubjekten in unserer Industrie und im Dienstleistungssektor rechnen müssen. Was können das für Leistungsstörungen sein? Wovon ist hier allgemein die Rede? Das haben wir auf der linken Seite dieser Übersicht nochmal etwas näher zusammengefasst. Schlagwortartig, welche Auswirkungen finden statt? Es kann sich um Lieferengpässe handeln, es können Produktionsausfälle sein, es geht um Bandstillstände oder auch Betriebsschließungen. Ich überspringe mal den nächsten Bullet, komme dann auf Mitarbeiter in Quarantäne beispielsweise oder auch Ausfuhrverbote und so weiter und so fort. Also all das nur eine beispielhafte Zusammenfassung und Auflistung der möglichen Konsequenzen und Auswirkungen der Corona-Krise auf Industrie und Wirtschaft. Und auch dahinter stecken natürlich konkrete vertragliche Fragestellungen. Auf der rechten Seite dann nochmal etwas näher dargestellt, der Bullet Point, den ich eben übergangen habe, nämlich die Kurzarbeit spielt natürlich in diesem Zusammenhang auch eine große Rolle. Diese Statistik hier ist schon einige Tage alt und wir haben eine Zahl von mehr als 470.000 Betrieben deutschlandweit nach der Statistik. Ich habe heute noch aktuelle Zahlen gelesen, wonach wohl die Ziffer mittlerweile auf über 700.000 angestiegen ist, also 700.000 Betriebe in Deutschland, die mittlerweile Kurzarbeit angemeldet haben. Man sieht das hier sehr schön auf der rechten Seite, die Kurzarbeit über den Jahresverlauf links auf der Achse Januar 2009 bis in den Januar 2020 eigentlich gleichbleibend niedrig. Und dann sehen wir etwa so im Februar 2020 oder im März 2020 eben diesen steilen Anstieg Corona-bedingt. Und auch das, nämlich Kurzarbeit, ist natürlich ein Aspekt, der sich in irgendeiner Art und Weise konkret auch auf Verträge entsprechend auswirken kann. Und die Schlagzeilen dazu, wo sich das auswirkt und wie sich das auswirkt, haben wir hier auf dieser Übersicht nochmal zusammengefasst. Und das ist Ihnen allen, die Sie die Medienmeldungen und die Wirtschaftsnachrichten sicherlich auch sehr aufmerksam verfolgen, hinlänglich bekannt, ob es der ÖPNV und der Eisenbahnsektor ist, ob es die Elektronikkomponenten sind oder ob es die Fragen sind von überlasteten Netzen und auch sogar Cyberkriminalität, mit denen Netze und Systeme angegriffen werden und was sich dann auch vertraglich entsprechend auswirkt. Ganz egal, die Auswirkungen sind sehr breit gefächert, breit gestreut. Unten links habe ich dann noch einen Teaser eingebaut für einen Abschnitt hinterher in unserer Präsentation, in dem wir uns mal mit dem Thema des Versicherungsschutzes etwas näher beschäftigen und anschauen wollen. Wenn wir schon Schäden haben, wenn die Betriebe und die Vertragspartner schon Schäden haben, kann das nicht eventuell auch über eine Versicherung abgedeckt sein? Und dazu Näheres später. Zunächst jetzt der Blick auf diesen Abschnitt hier, nämlich welche Rechte bestehen für Vertragsparteien. Wir müssen jetzt mal eben den Sprung machen, gedanklich bitte weg von der Darstellung der allgemeinen wirtschaftlichen Lage und den Auswirkungen der Corona-Krise auf unterschiedliche Wirtschaftssegmente, müssen wir uns bitte jetzt mal reinversetzen in einen konkreten Vertrag. Sie alle in der Leitung da draußen können das natürlich auch selbstverständlich tun mit Rücksicht auf Ihren eigenen Betrieb und Ihre eigene Rolle, in der Sie stehen. Sie sind entweder im Auftraggeber- oder im Auftragnehmerlager, um es mal so zu sagen, vermutlich auch vielfach öffentliche Auftraggeber und vielleicht auch vielfach Auftragnehmer von öffentlichen Auftraggebern. Also wir befinden uns gedanklich ein Stück weit hier in dem sogenannten öffentlichen Auftrag. Und jeder von Ihnen ist in unterschiedlichen Branchen angesiedelt und unterwegs. Und Sie nehmen sich jetzt bitte einfach mal Ihren eigenen x-beliebigen Vertrag mit einem Vertragspartner, um gedanklich nachzuvollziehen, was sich in den nächsten Minuten hier
darstellen will. Ich habe das hier nochmal zusammengefasst, ÖPNV-Verträge, also öffentlicher Personennahverkehr, ein großer Sektor, der betroffen ist, Leistungsstörungen aufgrund verminderter Nutzung des ÖPNV, beispielsweise wegen Homeoffice oder Schließung von Universitäten und Schulen, aber auch wegen Ansteckungsgefahr oder eines veränderten Freizeitverhaltens von Fahrgästen, eben auch Corona-bedingt. Bei den Lieferverträgen, abstrakt gesagt, Leistungsstörungen aufgrund des Abbruchs von Lieferketten oder Erkrankungen von Mitarbeitern oder auch vorgelagerten Lieferstörungen in der Produktionskette. Und bei Dienstleistungsverträgen kann es sich um eine Vielfalt von Leistungsstörungen handeln, nämlich weil die geschuldete Dienstleistung häufig oder vielfach nicht mehr genutzt werden kann. Nur einige Beispiele, die hier unten aufgeführt sind: Reinigungsverträge von öffentlichen Gebäuden, aktuell nicht genutzte Räume, zum Beispiel in Schulen oder Universitäten, in denen natürlich dann auch die Reinigungsverträge in die Kritik geraten oder man beide Vertragspartner sich fragen, wie man eigentlich in diesem Fall mit solchen Verträgen umgehen soll. Oder ein anderes Beispiel sind Transportverträge, Schülertransport zur Schule, wenn die Schulen allerdings geschlossen sind und die Schüler und Fahrgäste diese Leistung überhaupt nicht in Anspruch nehmen. Das sind hier nur einige Beispiele, nur sehr exemplarisch zusammengefasst. Und ich will Ihnen gerne auf der weiteren Reise durch diese Stunde jetzt hier und die verbleibende Zeit noch einen wirklich sehr wichtigen Hinweis mit auf den Weg geben. Wir können in keinem Fall eine Lösung wählen, auch im Ergebnis unseres Webinars, nach dem Motto One Size Fits All, sondern das ist schon mal eine vorgezogene Erkenntnis aus dem heutigen Webinar, dass wir in jedem Einzelfall, Sie in jedem Einzelfall konkret in den jeweiligen spezifischen Vertrag und dessen Regelungen hineinschauen müssen, um eine Lösung zu finden für ein Problem. Das, was ich jetzt gleich machen will, ist in verschiedenen Blöcken mit Ihnen mal gemeinsam die grundsätzlich vorhandenen Möglichkeiten durchzugehen und Ihnen damit auch eine gewisse Inspiration zu geben für Ihr möglicherweise konkretes Problem in dem Vertragsverhältnis, in dem Sie sich befinden. Wenn wir über Leistungsstörungen in öffentlichen Aufträgen oder überhaupt in Verträgen sprechen, dann stellt sich die Frage nach den Rechten. Das ist immer das Erste. Wer hat gegen wen welchen Anspruch woraus? Eine alte juristische Formel. Und je nachdem, ob man hier auf der Auftraggeber- oder auf der Auftragnehmerseite steht, muss man sich dann einfach mal vergewissern, welche Möglichkeiten eigentlich zur Verfügung stehen. Aber das, was hier auf dieser Übersicht Seite 11 zusammengefasst ist, bildet in etwa den Strauß der Möglichkeiten im Fall von Leistungsstörungen und vor allem auch im Fall von Covid-19-bedingten Leistungsstörungen. Und das Bündel von Maßnahmen und Möglichkeiten lautet danach wie folgt. Prinzipiell gibt es Kündigungsmöglichkeiten, das ist sehr häufig die außerordentliche Kündigung, oder die Möglichkeit, vom Vertrag zurückzutreten, oder die Möglichkeit, einen Vertrag anzupassen, oder viertens auch die Möglichkeit, einen Vertrag aufzuheben, und schließlich fünftens die Leistung zu verweigern. Das sind die Reaktionsmöglichkeiten, die unsere Rechtsordnung, Rechts- und Vertragsordnung im Kern und grundsätzlich und allgemein zur Verfügung stellt. Welche dieser Möglichkeiten dann tatsächlich bezogen auf einen Einzelfall Anwendung finden kann, muss man sich vor allem auch mit Rücksicht auf den Buchstaben des Vertrages und den Inhalt des jeweiligen Vertrages daraufhin nochmal etwas genauer angucken. Wichtig ist mir nur, dass wir mit dieser Übersicht hier zunächst mal eine Grundlage für ein gemeinsames Verständnis dafür schaffen, was man so etwa im Falle von Leistungsstörungen tun kann. Das ganze Thema von Schadensersatz steht natürlich ungeschriebenerweise gleichfalls mit dahinter. Und jetzt gehen wir einfach mal durch und gucken uns dafür die Rechtsgrundlagen mal etwas näher an zu diesen fünf Möglichkeiten, die ich eben auf Seite 11 dargestellt habe.
Und ich möchte in dieser Situation gerne anfangen mit der höheren Gewalt. Denn, meine Damen und Herren, höhere Gewalt ist ja ein brandaktuelles, heißes Stichwort, das im Moment gerade mit Rücksicht auf Vertragssituationen, Vertragsstreitigkeiten oder auch nur Vertragsstörungen einem immer als allererstes einfällt und was mal wieder den Weg in die Schlagzeilen vor allem auch geschafft hat. Höhere Gewalt kommt in der juristischen Welt und in der Vertragsbeurteilung und Vertragsbewertung relativ selten vor. Es ist etwas, was Juristen in ihrer Ausbildung sicherlich lernen, aber höhere Gewalt hat in der juristischen Praxis eigentlich im Regel- und im Normalfall nichts zu suchen und wird dort eigentlich auch nicht praktiziert. Nun haben wir unsere Corona-19-Krise und da findet der Begriff der höheren Gewalt nun neue Aufmerksamkeit. Und wollen wir uns das erstmal angucken? Höhere Gewalt wird übrigens auch in anderen Zusammenhängen oder auch in diesem Zusammenhang mit anderen Begriffen als Force Majeure oder Acts of God bezeichnet. Das ist aber alles das Gleiche. Wenn der eine oder die andere unter Ihnen über Verträge verfügt, die beispielsweise englischem Recht oder amerikanischem Recht unterliegen oder auch in englischer Sprache abgefasst sind, dann könnte man dort auch die Begrifflichkeiten Force Majeure bzw. Acts of God vorfinden. Aber das bitte gleich so verstehen, es hat keine unterschiedliche Bedeutung, sondern meint das, was wir hier in Deutschland in unserer Vertragspraxis als höhere Gewalt bezeichnen. Und höhere Gewalt ist ein von außen kommendes, keinen betrieblichen Zusammenhang aufweisendes und auch durch die äußerste vernünftigerweise zu erwartende Sorgfalt nicht abwendbares Ereignis. Das ist die rechtliche, das ist die juristische Definition für höhere Gewalt. Und die typischen Fälle dafür sind beispielsweise Naturkatastrophen, Wirbelstürme, Erdbeben oder Überschwemmungen, aber auch Epidemien, hier durch Fettdruck hervorgehoben, und Kriege sowie politische Unruhen. Und wenn man sich die Frage stellt, als allererstes aus dem Bauch heraus, ist ein Ereignis als höhere Gewalt einzuordnen, dann gibt es immer eine gewisse Auslegungshilfe, nämlich hier durch Grün hervorgehoben in diesem Bullet Point, behördliche Maßnahmen und Warnungen, die ausgesprochen worden sind, stellen immer ein starkes Indiz für das Vorliegen höherer Gewalt vor. Und so etwas haben wir natürlich derzeit in Deutschland und auch weltweit, also europaweit und auch weltweit, behördliche Maßnahmen und Warnungen. Es gibt Warnungen wie beispielsweise Reisewarnungen des Auswärtigen Amtes und behördliche Maßnahmen, die sich auch mit Covid-19 beschäftigen und auf die ich an späterer Stelle gerne auch noch mal weiter eingehen will. Das heißt also, diese Merkmale aus dieser Faustformel liegen im Zusammenhang mit Covid-19 vor. Wichtig ist auch die Erkenntnis, dass höhere Gewalt zum Beispiel bereits 2003 im Zusammenhang mit der sogenannten SARS-Epidemie oft bejaht worden ist. SARS, der Begriff ist Ihnen allen, darf ich annehmen und unterstellen, auch hinlänglich bekannt, sozusagen eine Art Vorgängerform der heutigen Covid-19-Viruserkrankung. Aktuell wird übrigens im Zusammenhang mit Corona natürlich auch von einer sogenannten Naturkatastrophe in Zeitlupe gesprochen. Und das führt uns nochmal zurück zu den Fallbeispielen oben in dem ersten Bullet Point unter der Überschrift typische Fälle. Da sind Epidemien sicherlich auch eigenständig genannt, aber man könnte auf die Idee kommen, und das geschieht auch in der Praxis, das Ganze nicht nur als Epidemie einzuordnen und zu bezeichnen, sondern eventuell sogar auch von einer Naturkatastrophe zu sprechen. Allerdings in diesem Fall eben in Zeitlupe und nicht disruptiv und abrupt, wie beispielsweise im Fall von Wirbelstürmen, Erdbeben oder Überschwemmungen. Es gibt also gleich zwei Anhaltspunkte, wie wir Covid-19 in den typischen Fallkatalog von höherer Gewalt einordnen können. Das ist die Erkenntnis aus dieser Übersicht. In der Rechtsprechung finden wir zu der Frage, kann Covid-19 als höhere Gewalt eingeordnet werden, eigentlich keinerlei Probleme, sondern ganz im Gegenteil.
Es gibt zwei Entscheidungen, die ich hier exemplarisch für Sie aufgeführt habe. Die sind teilweise schon ein bisschen älter. Fangen wir mal mit dem Urteil ganz unten an. Das ist das Amtsgericht Bad Homburg in einer Entscheidung aus dem Jahr 1992 betreffend einen Cholera-Ausbruch, der stattgefunden hat. Und da hat das Amtsgericht in der Situation in einem Rechtsstreit gesagt, das Auftreten einer Cholera-Epidemie stellt einen Fall höherer Gewalt dar. Und etwas neueren Datums und auch konkret im Zusammenhang mit der SARS-Epidemie 2003, wie auf der Vorfolie schon dargestellt, hat das Amtsgericht Augsburg gesagt, nach allgemeiner Ansicht gehören dabei auch Epidemien zur höheren Gewalt. Im vorliegenden Fall handelt es sich bei SARS um eine Epidemie. Und das Amtsgericht ist sogar noch weitergegangen und hat gesagt, im Zusammenhang mit weltweiten Ausbrüchen, hier beispielsweise in Toronto, Singapur und später Taiwan, könnte man sogar annehmen, das Ganze nicht als Epidemie, sondern sogar als Pandemie zu bezeichnen, mit einer entsprechend ungewöhnlich hohen Inzidenzrate und so weiter und so fort. Das bleibt letztlich für die Lösung des Rechtsstreites und die Rechtsfrage hier ohne Bedeutung, zeigt aber an dieser Stelle eigentlich sehr ausdrücklich und aus meiner Sicht sehr gut auch nochmal, wie das Amtsgericht Augsburg sich in dieser Entscheidung mit der Materie auseinandergesetzt hat. Lange Rede, kurzer Sinn. Beide Entscheidungen, die hier aufgeführt sind aus dem Jahr 92 und 2004, bejahen im Fall von Epidemien oder auch Pandemien das Vorliegen sogenannter höherer Gewalt. Wir können uns nicht vorstellen, meine Damen und Herren, dass neuere Rechtsprechung, von der wird es jetzt natürlich im Zusammenhang mit Covid-19 demnächst eine Flut geben, aber dass neuere Rechtsprechung als baldige aktuelle Rechtsprechung im Zusammenhang mit Covid-19 von dieser Sichtweise im Zusammenhang mit Cholera oder auch SARS abweicht, sondern wir glauben, mit Rücksicht auf die Entscheidungspraxis und auch die rechtlichen Definitionen, dass auch im Fall von Covid-19 deswegen ein Fall von höherer Gewalt angenommen werden kann oder sogar noch etwas präziser auch angenommen werden muss. Nun ist es so, dass höhere Gewalt für sich genommen noch nichts aussagt, sondern die Juristen und auch die Praktiker, sie alle, in ihren jeweiligen Funktionen und da, wo es darum geht, Verträge entsprechend einzuordnen und zu beurteilen, müssen sich ja die Frage stellen, gut, wenn Covid-19 nun höhere Gewalt darstellt, welche Rechtsfolgen resultieren daraus? Und wo führt uns das eigentlich hin in einem konkreten Vertragsverhältnis, wenn wir Covid-19 als höhere Gewalt einordnen? Die Frage nach den Rechtsfolgen können wir nicht sofort beantworten, sondern müssen dafür zunächst mal den Blick werfen auf die Rechtsgrundlagen. Die sind zwingende Voraussetzung dafür, um in der nächsten Stufe, in der zweiten Stufe dann über Rechtsfolgen nachzudenken. Und wenn wir nach Rechtsgrundlagen im Zusammenhang mit höherer Gewalt fragen, dann müssen wir immer konkret wieder in den jeweiligen Vertrag hineinschauen oder das vertragliche Umfeld beispielsweise etwas näher einordnen. Und das ist auf dieser Folie im Zusammenhang für Sie dargestellt und auch zusammengefasst. Das Erste und das Wichtigste, wonach man in solchen Fällen immer sucht und wonach man fragt, ist, gibt es in einem konkreten Vertragsverhältnis sogenannte Force Majeure-Klauseln? Also sind Force Majeure-Klauseln, ist höhere Gewalt in dem konkreten Vertrag eigentlich überhaupt individualvertraglich vereinbart? Und welche Folgen sind dann für einen solchen geregelten Tatbestand von höherer Gewalt eigentlich angeordnet? Also ganz wichtig, immer als Erstes in die Verträge reinschauen, enthalten die Verträge solche Force Majeure-Klauseln. Ich kann Ihnen dazu aus der Praxis und aus dem Praxisüberblick sagen, nicht in jedem Vertrag und auch nicht in der überwiegenden Zahl von typischen oder normalen Verträgen sind solche Force Majeure-Klauseln enthalten. Also das ist keine Selbstverständlichkeit, sondern im Überblick tendenziell eher die Ausnahme. Man muss allerdings dazu sagen, auch aus unserem Praxisüberblick heraus, je komplexer die vertraglich vereinbarte Leistung und je länger die Leistung dauert, also Stichwort Dauerschuldverhältnis,
desto wahrscheinlicher ist es, dass die Verträge tatsächlich solche höhere Gewaltklauseln beinhalten. Allerdings in dem 0815-Vertrag und in vielen Verträgen, die wir so in unserer Praxis auch kennen aus dem Bereich der öffentlichen Auftragsvergabe, ich komme darauf später nochmal im Zusammenhang von allgemeinen Geschäftsbedingungen, also VUL B, die B-Teile beispielsweise der VUL und auch der VUB zu sprechen, da finden sich häufig solche Force Majeure-Klauseln nicht. Deswegen bleibt dann in der zweiten Fallgruppe die Möglichkeit, über das sogenannte UN-Kaufrecht zu gehen. Das ist dann, gilt dann in erster Linie für Kaufverträge. Und wenn es anwendbar ist, auch dazu gibt es bestimmte Klauseln, die dann in den Verträgen enthalten sind, dann hat eine Partei für die Nichterfüllung einer ihrer Pflichten nicht einzustehen, wenn sie beweist, dass die Nichterfüllung auf einem außerhalb ihres Einflussbereiches liegenden Hinderungsgrund beruht und so weiter und so fort. Was ist damit gemeint? Auch nichts anderes als höhere Gewalt oder Force Majeure. Nur in diesem Fall eben nicht in den Vertrag, in das Vertragsverhältnis integriert über eine Force Majeure-Klausel, sondern auf eine etwas andere Art und Weise in den Vertrag integriert über die Anwendbarkeit und Anwendung des sogenannten UN-Kaufrechts. Schließlich gibt es eine dritte größere Quelle, das sagte ich eben gerade bereits, die sogenannten allgemeinen Geschäftsbedingungen, etwas untechnisch so genannt und auch abstrakt so genannt, aber VULB und VUBB sind ja im Regelfall nichts anderes als allgemeine Geschäftsbedingungen, vor allem bei der öffentlichen Auftragsvergabe, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und da finden wir Regeln vor, nämlich bei höherer Gewalt, wenn die Voraussetzungen für höhere Gewalt vorliegen, entbindet das vorübergehend von der Leistungspflicht. Fristen sind anzupassen oder bei andauernder Leistungsstörung kann auch ein beidseitiges Kündigungsrecht entstehen. Wichtig also auch an der Stelle, beinhaltet mein Vertrag eigentlich VULB oder VUBB. Das sind nur Beispiele für solche allgemeinen Geschäftsbedingungen. Und schließlich haben wir seit neuestem, deswegen hier als vierte Fallgruppe auf dieser Übersicht unter den Rechtsgrundlagen für höhere Gewalt auch noch Änderungen im bürgerlichen Gesetzbuch. Unser bürgerliches Gesetzbuch ist ja mittlerweile über 100 Jahre alt. Es stammt aus dem Ende des letzten, des 19. Jahrhunderts. Und zu dem Zeitpunkt haben die Urheber des bürgerlichen Gesetzbuches, in dem unsere Schuldverhältnisse beispielsweise ja geregelt sind, natürlich nicht so sehr an Pandemien oder Epidemien, an so neuzeitliche Erscheinungen gedacht. Deswegen findet sich in unserem bürgerlichen Gesetzbuch oder fand sich bis zum 1.4.2020 in unserem BGB zu solchen Erscheinungsformen als Beispielen für höhere Gewalt keine Aussage. Das hat sich aber jetzt geändert. Unter dem Einfluss von Covid-19 ist der deutsche Gesetzgeber hergegangen und hat das BGB zum 1.4.2020 geändert, hat dort Corona-spezifische Regelungen auch für das Vertragsrecht eingeführt. Corona-spezifische Regelungen heißt also insbesondere die Einordnung als Corona oder von Corona Covid-19 als höhere Gewalt und auch entsprechenden Rechtsfolgen. Darauf möchte ich ganz gerne an anderer oder späterer Stelle hier im weiteren Verlauf dann auch noch mal etwas näher mit Ihnen gemeinsam eingehen. Aber ganz kurz noch mal als Rekapitulation: Auf dieser Folie haben wir die möglichen vier Quellen uns etwas näher angeguckt, in denen höhere Gewalt als Rechtsgrundlage für bestimmte Rechtsfolgen geregelt sein könnte. Wo das konkret im Einzelfall dann tatsächlich stattfindet, muss man sich dann anschauen, wenn es um den konkreten Vertrag im Einzelfall geht. So, und jetzt können wir den Blick nach den Blick auf die Rechtsfolgen werfen oder die Frage nach den Rechtsfolgen stellen, nachdem wir uns die Rechtsgrundlagen eben angeschaut haben. Aber was sind jetzt Rechtsfolgen von höherer Gewalt? Auch hier vorweggeschickt die Warnung für Sie, das funktioniert nicht nach dem Prinzip One Size Fits All, sondern diese Übersicht in den vier Ordnungspunkten im oberen Teil dieser Folie fasst das Ganze nochmal etwas generalistisch und abstrakt zusammen und unten im unteren Teil der Folie mit grün unterlegt dann nochmal der Warnhinweis, dass die jeweilige juristische Einordnung des Sachverhaltes, auch die jeweils vertraglich einschlägige Rechtsgrundlage und auch die damit verbundenen Rechtsfolgen
immer stark und maßgeblich vom jeweiligen Einzelfall abhängig sind. Aber das haben wir nun inzwischen verstanden. Ich kann es nicht häufig genug wiederholen. Gucken wir also auf den oberen Teil der Folie und schauen uns an, was in etwa, wie gesagt, abstrakt und generalistisch Rechtsfolgen aus höherer Gewalt in einem Vertragsverhältnis, also Covid-19 bedingt, sein könnten. Entweder Parteien werden von ihren Hauptleistungspflichten befreit und jede Seite wird verpflichtet, etwaige schädliche Auswirkungen des Ereignisses jeweils selbst zu tragen. Das ist standardmäßig eine Möglichkeit, die sehr häufig in den sogenannten höhere Gewalt oder auch Force Majeure-Klauseln in Verträgen so oder so ähnlich auch im Wortlaut geregelt ist. Eine andere Möglichkeit besteht in der Rechtsfolge darin, dass der Vertrag aufgelöst wird. Wiederum eine weitere Rechtsfolge, dass die Vertragspflichten beispielsweise bis zum Ende des außerordentlichen Ereignisses ausgesetzt werden oder dass die Vertragspflichten für einen bestimmten Zeitraum ausgesetzt werden. Und wenn die Störung danach noch andauert, dann jede Partei ein Kündigungsrecht hat, beziehungsweise der Vertrag aufgelöst wird. Sie sehen also hier in diesen vier Punkten steckt letztlich alles an denkbaren oder sehr viel an denkbaren Rechtsfolgen drin für einen Fall von höherer Gewalt, in diesem Fall also Covid-19. Der zweite Block, den wir uns gerne mit Ihnen anschauen möchten, ist dann jetzt wiederum bei den Rechtsgrundlagen und den Möglichkeiten, die sich aus Covid-19 ergeben, die Frage der Unmöglichkeit. Und aus dieser Übersicht sehen Sie, dass wir danach dann noch in einem weiteren Block uns zuwenden werden, der Frage der allgemeinen Geschäftsbedingungen, dann dem BGB, das hatte ich eben schon kurz angesprochen, schließlich der Störung der Geschäftsgrundlage als einer Art ultimativem Rechtsinstrument zur Behandlung von Covid-19-bedingten Vertragsstörungen und schließlich in einem letzten Block dann noch das Thema Nebenpflicht. Bei der Unmöglichkeit haben wir diese Übersicht hier vorbereitet. Das Ganze ist ausgesprochen komplex. Es gibt viele Formen von Unmöglichkeit. Sie sehen das hier. Es gibt noch die Möglichkeit, die objektive Unmöglichkeit, es gibt eine subjektive Unmöglichkeit. Es gibt eine rechtliche Unmöglichkeit, es gibt vorübergehende Unmöglichkeiten. Im vierten Bullet Point sehen Sie noch die faktische Unmöglichkeit und im sechsten Bullet Point ganz unten die wirtschaftliche Unmöglichkeit. Also eine Vielzahl von Ausprägungsformen der Unmöglichkeit. Unmöglichkeit heißt sehr stark verkürzt und wiederum technisch ausgedrückt, eine Seite kann die ihr obliegende Leistung nicht oder nicht ordnungsgemäß erbringen. Und die Gründe, warum sie das nicht tun kann, können objektiv sein, sie können subjektiv sein, sie können rechtlich bedingt sein, sie können faktisch bedingt sein oder auch wirtschaftlich bedingt sein. Eigentlich ist das alles, was ich Ihnen auf dieser Folie hier jetzt im mündlichen Vortrag mit auf den Weg geben möchte. Diese Folie soll Ihnen jedenfalls aufzeigen, dass es auch im Rahmen der Unmöglichkeit eine Vielzahl von unterschiedlichen Ausprägungsformen gibt, für die dann auch unterschiedliche rechtliche Konsequenzen einschlägig sind. Im dritten Bullet Point sehen Sie beispielsweise die Grundregel aus Paragraph 275 BGB Absatz 1 lautet: Der Anspruch auf Leistung ist ausgeschlossen, soweit diese für den Schuldner oder für jedermann unmöglich ist. Und die korrespondierende Norm dazu im Rahmen der sogenannten faktischen Unmöglichkeit, das ist der vierte Bullet Point, ist dann in Paragraph 275 Absatz 2 enthalten. Das ist der vorletzte Bullet Point hier. Der Schuldner kann die Leistung verweigern, soweit diese einen Aufwand erfordert, der unter Beachtung des Inhalts des Schuldverhältnisses und der Gebote von Treu und Glauben einem großen, groben Missverhältnis zu dem Leistungsinteresse des Gläubigers steht. Also dieser Tatbestand ist anders als der, den ich zuerst genannt hatte im dritten Bullet Point. Nämlich da ist der Anspruch auf Leistung ausgeschlossen. Die Leistung muss nicht erbracht werden, wenn sie unmöglich ist. In 275 Absatz 2 geht es nicht um den Ausschluss eines Anspruchs auf Leistung, sondern da geht es um ein Leistungsverweigerungsrecht des Schuldners. Und ohne jetzt allzu sehr in die Details einzusteigen, das ist natürlich in rechtlicher Konsequenz schon auch ein gewisser Unterschied. Und auch das zeigt Ihnen auf, meine sehr geehrten Damen und Herren, dass wir, wenn wir uns im Bereich der Unmöglichkeit bewegen, schon sehr, sehr genau unterscheiden müssen, was für eine konkrete Form der Unmöglichkeit tatsächlich vorliegt. Fallgruppen habe ich hier auf den Folgeseiten nochmal mitgebracht und aufgeführt.
Zum Beispiel die Fallgruppe, dass wir eine Leistungsstörung aufgrund von Verboten haben. Als Beispielsfall die sogenannte Corona-Schutzverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen vom 22. März 2020, in der bestimmte Tätigkeiten untersagt oder eingeschränkt werden. In dieser Corona-Schutzverordnung ist beispielsweise auch das sogenannte Abstandsgebot von 1,5 Metern, glaube ich, hier bei uns im Land in Nordrhein-Westfalen näher geregelt. Es ist auch geregelt, dass bestimmte Ansammlungen und Versammlungen verboten sind. Es ist die Ausübung bestimmter Wirtschaftstätigkeiten verboten. Die Beispiele kennen wir alle aus den Medien, ob das jetzt die Friseure sind, ob das die Blumengeschäfte sind und ob es sonstige Dienstleister sind oder auch sonstige Anbieter. Die Geschäfte sind halt geschlossen. Das alles ist zurückzuführen auf eine rechtliche Anordnung, auf die Corona-Schutzverordnung hier im Land Nordrhein-Westfalen. Und dann muss man sich die Frage stellen, in dem Zusammenhang und im konkreten Einzelfall, was ergibt sich jetzt daraus? Welche Form von Unmöglichkeit könnte in einem konkreten Fall bedingt aus den Regeln der Corona-Schutzverordnung tatsächlich vorliegen? Nochmal, es könnte sich dabei um eine objektive Unmöglichkeit handeln. Es wird sich im überwiegenden Fall allerdings um rechtliche Unmöglichkeiten handeln, nämlich aufgrund eines staatlichen Verbotes. Oder es könnte auch eine vorübergehende Unmöglichkeit gegeben sein. Und ich blätter jetzt gerade noch mal zurück auf die Unmöglichkeit. Sie sehen das hier. Diese Formen, rechtliche Unmöglichkeit oder vorübergehende Unmöglichkeit, sind eben alle näher im Gesetz oder in den Verträgen geregelt, aber teilweise mit ganz unterschiedlichen Rechtsfolgen. Deswegen möchte ich es ganz gerne bei diesem Beispielsfall Corona-Schutzverordnung und den daraus resultierenden Konsequenzen zu vertraglichen Leistungsstörungen belassen und den Blick auf die nächste Folie nur ganz kurz werfen. Es gibt natürlich auch sogenannte sinnlose Leistungen unter dem Regime von Covid-19. Beispielsweise hatte ich eingangs schon gesagt, Reinigung von nicht nutzbaren Gebäuden oder Schülertransporte. Und auch dafür gibt es bestimmte Regelungen, die ein bisschen hin und her pendeln, oder Lösungen, sollte ich besser sagen, die ein bisschen hin und her pendeln zwischen Unmöglichkeit und dem anderen Instrument Störung oder Wegfall der Geschäftsgrundlage, zu dem wir später noch näher kommen wollen. Und schließlich noch die Fallgruppe 3, Abbruch von Lieferketten, auch ein viel zitiertes und viel genanntes Phänomen derzeit in unserer Praxis. Der Abbruch von Lieferketten kann auch wieder ganz unterschiedliche Ausformungen in der Unmöglichkeit darstellen. Eine vorübergehende Unmöglichkeit könnte aber auch eine subjektive Unmöglichkeit sein. Und die Rechtsfolgen richten sich dann danach, welche Form von Unmöglichkeit tatsächlich vorliegt. Lösungen könnten darin bestehen, dass der Lieferant von seiner Leistungspflicht befreit wird oder auch der Käufer den Kaufpreis nicht bezahlt. Und Schadensersatzpflichten bleiben im Einzelfall sowieso in dieser Situation, also im Fall von Unmöglichkeit, unberührt. Jetzt der Blick in den nächsten Block. Wie sieht es bei den allgemeinen Geschäftsbedingungen als Rechtsgrundlage oder Rechtsquelle für die Lösung von höherer Gewalt aus? Dazu der Blick auf die VOL Teil B. Da haben wir eine Regelung in Paragraph 5, nämlich wenn der Auftragnehmer glaubt, in der ordnungsgemäßen Ausführung der Leistung behindert zu sein, muss er das dem Auftraggeber unverzüglich schriftlich anzeigen. Das ist die sogenannte Behinderungsanzeige. Und jetzt kommt es im nächsten Absatz. Was passiert nämlich bei höherer Gewalt? Dann sind die Ausführungsfristen angemessen zu verlängern. Und das ist sozusagen eine konkrete Lösung in allgemeinen Geschäftsbedingungen zu dem Umgang mit höherer Gewalt. Unten in dem Paragraphen 5, Nummer 2, Absatz 2, heißt es dann auch noch, dass im Falle einer nicht zu vertretenen Behinderung, also aus höherer Gewalt, von länger als 3 Monaten, möglicherweise oder gegebenenfalls der Vertrag auch mit sofortiger Wirkung gekündigt oder werden kann oder ganz oder teilweise einen Rücktritt erfolgen kann. Also hier sehen Sie mal sehr schön am Beispiel von allgemeinen Geschäftsbedingungen, wie dort eigentlich mit dem Fall höhere Gewalt konkret umgegangen wird und welche Rechtsfolgen dann in diesen allgemeinen Geschäftsbedingungen angeordnet werden. Ich möchte Ihnen zur Vereinfachung gerne diese faustformelartige Betrachtung mit auf den Weg geben, nämlich in den allgemeinen Geschäftsbedingungen, konkret hier den VOL Teil B.
Bei der Frage, wie wirkt sich Covid-19 aus und haben wir höhere Gewalt und wo führt das hin, immer ein dreistufiger Prüfungskanon an. Nämlich erstens, folgt aus Covid-19 eine Behinderung? Zweitens, worauf ist die Behinderung zurückzuführen? Ist sie spezifisch auf Covid-19 zurückzuführen oder ist sie eventuell auf sogenannte Folgen von Covid-19 zurückzuführen? Das macht auch eventuell in der juristischen Praxis nochmal einen Unterschied. Und schließlich gibt es eine Behinderungsanzeige. Und das sind die drei wichtigsten Fragen, die man sich in diesem Zusammenhang stellen muss, wenn man beispielsweise im Bereich der VOLB die Prüfungsreihenfolge mal vorab für sich selber durchführen will. Ähnlich ist die Lage im Bereich der VOBB, also für Bauleistungen. Da möchte ich jetzt auf die Einzelheiten nicht mehr weiter eingehen. Lassen Sie es bitte genügen mit dem Hinweis, dass man sich im Bereich von Bauaufträgen und Bauleistungen, die ja Gegenstand der VOB sind, praktisch mit dem gleichen Prinzip behelfen kann, was wir eben gerade für den Anwendungsbereich der VOL Teil B als allgemeine Geschäftsbedingung miteinander durchgearbeitet haben. Schließlich lohnt sich noch der Blick auch in der Schublade der allgemeinen Geschäftsbedingungen, in der wir jetzt im Moment gerade unterwegs sind, in die sogenannten ergänzenden Vertragsbedingungen für die Beschaffung von IT-Leistungen, in der Praxis auch EVB-IT genannt. Und da ist der Hinweis wichtig, dass beispielsweise in EVB-IT-Verträgen standardmäßig keine Regelungen zur höheren Gewalt enthalten sind. Wir raten in der Praxis allerdings dazu, wenn es zum Neuabschluss von EVB-IT-Verträgen kommt, dass man darüber im Einzelfall jeweils nachdenken sollte. Denn die Vertragsmuster, die angewendet werden, erlauben auch die Aufnahme von Klauseln im Einzelfall. Das ist vielleicht, wenn Sie so wollen und das so mitnehmen mögen, ein kleiner Praxistipp beim Abschluss von EVB-IT-Verträgen eben aus den konkreten Erfahrungen mit Covid-19. Jetzt gerne mal daran denken, ob dort nicht auch Regelungen über höhere Gewalt, ich sag mal Standardregelungen für höhere Gewalt, beispielsweise auch aus den VOL Teil B, wie wir sie uns eben angeschaut haben, mit übertragen und aufgenommen werden können. Das BGB, ganz kurz dazu, das hatte ich erwähnt, ist am 1.4.2020 geändert worden. Und Sie sehen, dass im linken Bereich eine Möglichkeit besteht, dass die Auftragnehmer eventuell von der Erbringung ihrer Leistung befreit werden oder dem Unternehmen die Erbringung der Leistung ohne Gefährdung der wirtschaftlichen Grundlagen seines Erwerbsbetriebes nicht möglich ist. Das ist die sogenannte Moratoriumsregelung nur für kleine und mittlere Unternehmen und auch nur in Dauerschuldverhältnissen. Das heißt, Rechtsfolge, das sehen Sie auf der rechten Seite der Folie im dritten Bullet Point, daraus resultiert ein Leistungsverweigerungsrecht und das ist in den Medien beispielsweise ja hinlänglich bekannt, beispielsweise für Unternehmen, die Mieter von gewerblichen Räumen sind und jetzt ihre Miete gegenüber den Vermietern auf der Grundlage dieser Neuregelung im BGB, genau genommen in Artikel 240 EG BGB, zurückhalten können. Ganz wichtig an der Stelle auch noch der Hinweis, es ist ein Leistungsverweigerungsrecht. Und das bedeutet, das Leistungsverweigerungsrecht, das sehen Sie im oberen Teil der Folie hier mit den grünen Hervorhebungen, muss einredeweise geltend gemacht werden und gilt nur vorübergehend. Also mit anderen Worten auf Deutsch, die Schulden sammeln sich weiter an und müssen nach Ende von Covid-19 trotzdem bezahlt werden. Letztlich also dieses Leistungsverweigerungsrecht temporär und zeitlich begrenzt, aber trotzdem wichtig, weil gesetzgeberische Reaktion auf die besondere Situation von kleinen und mittleren Unternehmen. Schließlich noch unser Instrument Störung der Geschäftsgrundlage, auch das mit einem schnellen Blick
Das ist für die Juristen in dieser Runde praktisch, darf ich mal annehmen und unterstellen, bekannt und für alle in dieser Runde Ultima Ratio, meine Damen und Herren. Zur Störung der Geschäftsgrundlage kommt man wirklich nur in allerletzter Sekunde. Und das Instrument und Vehikel der Störung der Geschäftsgrundlage ermöglicht eben auch den Parteien eine Anpassung des Vertrages, sofern und soweit sie die Störungen, die aktuellen Störungen des Vertrages im Zeitpunkt des Vertragsabschlusses nicht vorhergesehen haben und nicht vorhersehen konnten. Und außerdem ist erforderlich, das sehen Sie hier auf dieser Folie im letzten Bullet Point, es muss das Festhalten an dem bestehenden Vertrag unzumutbar sein, ergänzend also ebenfalls dann auch noch eine Einzelfallentscheidung mit einer sogenannten Interessensabwägung erforderlich. Das bedeutet, Covid-19 bezogen ist das Instrument der Störung der Rechtsgrundlage nur im alleräußersten Fall erreichbar. Wir haben bisher in unserer Beratungspraxis in den letzten 3, 4 Wochen, seitdem dieses Thema akut ist, auch noch keinen einzigen Fall gesehen und oder behandelt, der in den Bereich der Störung der Geschäftsgrundlage hineinfallen würde. Ich übergehe das hier und gucke noch sehr schnell auf Nebenpflichten. Auch da muss man im vertraglichen Sinne einen Blick drauf werfen. Natürlich haben die Vertragsparteien auch Covid-19-bedingt Informationspflichten oder auch Rücksichtsverhaltens- und Mitwirkungspflichten. Und auch die können natürlich verletzt werden. Und im Falle der Verletzung resultieren daraus natürlich auch bestimmte Rechtsfolgen bis hin zu entsprechenden Schadensersatzansprüchen. Dann die Frage im Bereich der öffentlichen Auftragsvergabe, die uns derzeit sehr häufig gestellt wird. Droht wegen vertraglicher Störungen infolge von Covid-19 beispielsweise eine Vergabesperre? Das ist ja in § 124 Nummer 7 GWB geregelt, nämlich öffentlicher Auftraggeber können unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit ein Unternehmen zu jedem Zeitpunkt des Vergabeverfahrens von der Teilnahme ausschließen, wenn, und jetzt kommt es, das Unternehmen eine wesentliche Anforderung bei der Ausführung eines früheren öffentlichen Auftrags erheblich oder fortdauernd mangelhaft erfüllt hat und dies zu einer vorzeitigen Beendigung, zu Schadensersatz oder zu einer vergleichbaren Rechtsfolge geführt hat. Nehmen wir beispielsweise mal, ich habe hier einige Teilnehmer in der Runde gesehen aus dem Bereich des Pharmasektors, Arzneimittel, Lieferverträge, Arzneimittel, Rabattverträge, wenn solche Verträge derzeit gestört sind aufgrund des Zusammenbruchs von Lieferketten und der Pharmaunternehmer seine Leistungen gegenüber dem öffentlichen Auftraggeber einer gesetzlichen Krankenversicherung beispielsweise nicht mehr erbringen kann, dann stellt sich natürlich auch die Frage, ob das eine Konsequenz hat, mit Rücksicht auf die Norm des § 124 Nummer 7, nämlich droht dann für spätere Teilnahmen an Vergabesperre. Und die Antwort darauf lautet, ich hoffe zur Erleichterung aller Zuhörer in dieser Runde, nein, droht nicht, denn das ist der letzte Bullet Point auf dieser Folie. Dafür ist Mitverschulden erforderlich. Und das kann man wohl bei dem Zusammenbruch von Lieferketten im Zusammenhang mit Covid-19 mit Fug und Recht verneinen, sodass dann auch der Tatbestand des § 124 Nummer 7 GWB nicht erfüllt ist. Schließlich der Blick auf die Frage, ob eigentlich Versicherungen schützen vor Ausfallschäden, vor Leistungsstörungen und vor entsprechenden Konsequenzen. Das möchte ich ganz gerne auf den Folgeseiten noch mal ganz gerne mit Ihnen kurz betrachten. Und deswegen will ich als erstes diese Folie aufrufen hier. Es gibt eine Vielfalt von Versicherungsangeboten. Und mir geht es da als Privatperson wahrscheinlich genauso wie Ihnen oder uns allen, ob privat oder im Unternehmen. Wenn wir einen Schaden erleiden, schauen wir als erstes mal in unseren Versicherungsordner hinein. Was gibt es denn da so? Und dann finden wir vielleicht irgendetwas, was vom Begriff einschlägig sein könnte und schauen uns dann die allgemeinen Geschäftsbedingungen oder genau genommen die allgemeinen Versicherungsbedingungen im konkreten Einzelfall an
um dann schlecht gelaunt festzustellen, dass diese konkrete Versicherung den Schaden, um den es jetzt geht, gerade nicht abdeckt. All diejenigen unter Ihnen, die in den Osterferien gerne den wohlverdienten Sonnenurlaub in Mallorca oder in Griechenland antreten wollten und das jetzt wegen der Ausgangssperren und so weiter nicht tun konnten, haben wahrscheinlich mal in die Reiserücktrittsversicherung reingeschaut, meine Damen und Herren. Ich habe das in meinem Fall auch getan und da gab es nur Anlass für schlechte Laune. Denn die Reiserücktrittsversicherungen schließen beispielsweise Fälle höherer Gewalt und von Covid-19 als Erstattungsgrund ausdrücklich aus. Und so oder so ähnlich ist es auch bei Versicherungen im Zusammenhang oder Versicherungsprodukten im Zusammenhang mit Ausfallschäden, die Covid-19 bedingt sind. Eine Ertragsausfallversicherung könnte man natürlich ins Auge fassen, aber hier sehen Sie bereits auf der rechten Seite, dass Ertragsausfallversicherungen eben gerade Pandemien und Epidemien nicht abdecken. In der linken Seite haben wir hier mal einen Ausriss aus allgemeinen Versicherungsbedingungen gemacht und da wird eben genau geregelt, welche Schäden im Falle von Ertragsausfällen genau gedeckt sind. Das ist Feuer, Diebstahl, Leitungswassersturm, Hagel, weitere Elementarschäden und Sonstiges, aber eben gerade nicht Schäden aus Pandemien und Epidemien. Deswegen wird hinter dem Stichwort Ertragsausfallversicherung ein Minus zu machen sein. Wichtiger wäre der Blick in die sogenannten Betriebsschließungsversicherungen oder auch Betriebsunterbrechungsversicherungen. Das sind andere Versicherungsprodukte und Versicherungsformen, die hier ebenfalls in Frage kommen könnten. Bei denen ist es allerdings so, dass sie eben eine Vielzahl streitiger Versicherungsklauseln enthalten und unter anderem verlangen oder bedingen, dass der Versicherungsschutz nur dann besteht, wenn aufgrund einer behördlichen Anordnung nach dem Infektionsschutzgesetz ein Betrieb geschlossen wird oder Tätigkeitsverbote ausgesprochen werden. Und wir haben ja hier mit der Corona-Schutzverordnung und den Corona-Schutzverordnungen in den Ländern möglicherweise eine Situation, in der nicht nach dem Infektionsschutzgesetz selber agiert wird, sondern aufgrund einer behördlichen Anordnung nach anderen Rechtsgrundlagen bestimmte Betriebe geschlossen oder Tätigkeiten verboten werden. Konsequenz daraus lautet kein Versicherungsschutz. Oder ein anderes Beispiel, die aufgezählten Krankheiten und Krankheitserreger, vor allem nach den Paragraphen 6 und 7 des Infektionsschutzgesetzes, müssen der Grund für eine Betriebsschließung oder ein Tätigkeitsverbot sein. Und da stellt man interessanterweise fest, dass Covid-19 in den Katalog der Krankheiten und Krankheitserreger nach den Paragraphen 6 und 7 des Infektionsschutzgesetzes möglicherweise gar nicht hineinfällt. Eine interessante juristische Situation, denn wir leben ja hier in einer Welt und sind immer dem Grundsatz unterworfen, es gibt jeden Tag irgendwelche Neuigkeiten. Covid-19 ist nun mal eben auch neu, hat es vorher nicht gegeben. Wie soll also das Infektionsschutzgesetz und der dortige Katalog jetzt konkret diesen Virus Covid-19 eigentlich regeln oder geregelt haben, wenn man ihn zum Zeitpunkt des Erlasses des Gesetzes gar nicht kannte. Eine typische Situation, die wir häufig in der Rechtsberatung vorfinden, dann müssen wir uns hier mit der Frage behelfen, ob wir Covid-19 eben praktisch in einer gewissen Analogie in den Tatbestand der Paragraphen 6 und 7 des Infektionsschutzgesetzes einordnen können. Und nur dann, wenn das gelingt, wären beispielsweise Betriebsschließungsversicherungen und Betriebsunterbrechungsversicherungen eine geeignete Grundlage, um über Versicherungsschutz nachzudenken. Und deswegen hier auch nochmal der Praxistipp. Bestenfalls gibt es natürlich in den Versicherungsverträgen zwischen den Unternehmen und ihren Versicherern eine erweiterte und auch individuell vereinbarte Klausel bzw. Zusatzklausel. Das ist mal ein Hinweis an alle Teilnehmer in dieser Runde.
die im weitesten Sinne in ihrem Unternehmen mit den Funktionen Recht und Versicherung zu tun haben. Da sollte man aus den Lehren von Covid-19 sich auch seine Versicherungsverträge noch mal etwas näher anschauen. Wie geht jetzt die Praxis mit dieser Ungewissheit um? Das ergibt sich aus dieser Folie, die ich mitgebracht habe. Nämlich der Versicherungsschutz ist im Streit. Hier nochmal ein Zeitungsausriss, der das besonders gut markiert. Und wo eben die Rede davon ist, dass im Regel eine Betriebsschließungsversicherung das Mittel der Wahl ist, aber viele Versicherer eben im Moment nicht zahlen wollen. Und deswegen wird in der Versicherungspraxis derzeit über eine sogenannte Kulanzlösung nachgedacht. Da sind beteiligt Allianz, Versicherungskammer Bayern, Haftpflichtkasse Darmstadt und auch die Nürnberger. Und die wollen sozusagen den konkreten Streit über die allgemeinen Versicherungsbedingungen nicht unbedingt auch im Rechtsweg austragen, sondern wollen sich den Schaden mit den Versicherungsunternehmern im Wege der Kulanz teilen. Also nach Abzug von staatlichen Schadensausgleichszahlungen, Kurzarbeitergeld oder auch den sonstigen Zahlungen aus dem Rettungsschirm. Der Schaden, der dann verbleibt, der soll zwischen der Assekuranz einerseits und den versicherten Unternehmen andererseits schiedlich und friedlich geteilt werden. Das ist also im Moment der Stand der Dinge zum Thema Betriebsschließungs- oder auch Betriebsunterbrechungsversicherung. Zu guter Letzt ganz kurz noch der Hinweis, wie sollen praktische Probleme im Zusammenhang mit Leistungsstörungen aus Covid-19 am besten einvernehmlich geregelt werden? Dazu gibt es hier eine kleine Bedienungsanleitung, die wir Ihnen ganz gerne auch noch mit auf den Weg geben wollen. Es spricht sehr, sehr viel dafür, zunächst mal in den Dialog mit seinem Vertragspartner einzutreten, nach dem Grundsatz von Fairness und Transparenz eine Lösung anzustreben und zu finden, die einen beiderseitigen Interessensausgleich zugrunde legt. Es muss der Schutz der Gesundheit der Beteiligten natürlich auch im Fokus stehen und strengste Hygiene- und Infektionsschutzmaßnahmen weiterhin eingehalten werden, sozusagen als Grundlage dafür, wie man eine einvernehmliche Lösung am besten vorbereitet. Dann auch die Gesetze und Gesetzesänderungen näher betrachten, Kulanzregelungen ins Auge ziehen und da vor dem Hintergrund, dass wir Covid-19 in diesem Ausmaß eben nicht kennen, dass wir keine Erfahrungen damit haben, eine einvernehmliche Lösung anpeilen. So, meine Damen und Herren, das war kurz, knackig und kompakt in ungefähr jetzt 55 Minuten der Durchlauf zum Thema Leistungsstörungen und Covid-19. Und ich wiederhole das, was ich am Anfang gesagt habe oder worauf ich hingewiesen habe. Sie können gerne Ihre Fragen jetzt stellen. Wir schalten die Leitungen gleich nochmal auf, sodass Sie sich dann auch, wenn Sie Ihr Mikrofon entsprechend aktivieren, melden und Ihre Frage in die Runde stellen können. Oder im Nachgang steht es Ihnen natürlich auch frei, Ihre Fragen an uns per E-Mail zu richten. Die Kontaktdetails habe ich hier für Sie auch nochmal aufgerufen. So, das war's aus unserer Sicht. Und jetzt schaue ich mal in die Runde und schaue mal auf den Bildschirm. Und wir schalten jetzt die Leitung frei. Unsere Mikrofone sind offen. Sie können gerne das Gleiche tun, meine sehr geehrten Damen und Herren. Gibt es aus Ihrer Runde und aus Ihrer Richtung Fragen zu dem, was wir jetzt gerade miteinander besprochen haben? Feuer frei. Gut, es scheint so zu sein, dass dieser Vortrag das gesamte Thema absolut erschöpfend behandelt hat und Sie hoffentlich deswegen dann auch einen praktischen Nutzen oder praktischen Mehrwert in Ihre betriebliche Praxis mitnehmen. Es kann ja sein, dass auch im Nachgang in der Beschäftigung mit der Materie noch Fragen entstehen. Dann gilt das, was ich eben gerade gesagt habe. Sie sind herzlich eingeladen, uns zu kontaktieren, sich bei uns zu melden. Und ansonsten, wenn es jetzt keine weiteren Fragen mehr gibt,
würde ich ganz gerne um 15:59 Uhr, also wiederum mit einer akkuraten Punktlandung, diese Veranstaltung schließen. Wir bei Bird und Bird bedanken uns sehr herzlich für Ihre Teilnahme, für Ihre Aufmerksamkeit. Bleiben Sie uns gewogen, aber das Allerwichtigste, bleiben Sie gesund und wir freuen uns, weiter mit Ihnen in Verbindung zu stehen. Machen Sie es gut. Tschüss, bis demnächst. Ihr Jan Bürg.